Also gerade geht's wirklich überhaupt nicht. Okay, also als erstes hat man hier vorne in diesem gelben Truck, auch den wir in dem Video von der Frau gesehen haben, der die ganzen Erze abtransportiert. Hier ein kleiner Eingang, den können wir auch nochmal größer bauen. Ein Eingangsportal, der runter zur Mine führt. Wenn man hier reinkommt, ist gleich am Eingang ein kleines Holzlager hier drin, etwas versteckt. Und hier fangen auch dann gleich die Abbauorte an. Generell. Hier hat man dann auch eine kleine Erzverarbeitungsstätte schon direkt mit in der Mine integriert. Lol, das war ja Neben wirklich der einfach. es dann direkt nach unten geht und man hier auch schon überall das Kupfererz an den Wänden erkennen kann. Mit der Bahn kann man hier durchfahren bis nach ganz unten, überall abgestützt durch Holz, damit das Ganze nicht zusammenfällt und Hört man das überall. auch so im Film? Ich schätze mal. Also irgendwie muss es ja gehalten werden. Und da kann man bis ganz tief nach unten in den Berg rein und sich den ganzen Kupferabbau etwas angucken. Auch mit der Bahn. Geht diese riesige Treppe quasi Okay. da bei dem Laster runter. Und links da, wo wirklich die Treppe ist, kommt irgendwann ein Loch. Und das ist das unendlich tiefe Loch, was wirklich unendlich tief ist. Ja, ist es halt. Wir graben hier schon seit über 10 Minuten und es kommt kein Ende. Okay. Dachten wir kurz, dass ein Ende da ist, aber na. Oh, meine Pickaxe ist Schrott, warte. Warte, ich habe eine. Hier. Ich Pickaxe. habe noch eine. Ich hole mir einfach ein paar. Nein, ich mach. Wie ist das beim Eintest? Ist das, gibt's da kein Ende? Habt ihr das schon mal rausgefunden? Nee. Das wissen wir noch nicht. Es gibt Gibt's ein ein Ende. Ende? Ja. Also ihr sagt keine sanitären Einrichtungen hier? Auf Auf jeden jeden Fall Fall nicht, nicht, ja. ja. Das ist erster Punkt. Dann keine Ruhestätten. Gibt's hier leider auch nicht. Das heißt, ihr hättet, würdet eigentlich, Dann wenn, ihr würdet noch mal was bauen, wo die Leute sich ausruhen können oder wo sie abends schlafen können oder was würdet ihr machen, wenn es. bestimmt, ja. Wir haben uns jetzt halt erstmal nur auf die reine Mine konzentriert, vor allem. Ja, aber was bräuchte es denn noch damit? Also irgendein Schlafstatt oder irgendwas? Genau. Das zum einen. Dann erstmal die richtige endgültige Verarbeitung. Wir haben ja jetzt hier nur eine kleine Schmiede quasi drin. Aber halt was Großes, Industrielles brauchen wir halt noch. Dann sollte man vielleicht auch noch hier darstellen, den ganzen Schmutz, der als Abfall dann rauskommt aus der Mine, haben wir auch noch nicht. Dann keine Pumpen für das Wasser, was selbst auch noch nicht existiert. Muss auch noch alles mit rein. Ava und Larissa sind später gekommen und konnten sich die Fotos nicht ansehen. Und dann haben wir einfach mal angefangen, so eine Mine vorzubereiten. Also was erstmal den ganzen Sand weg, Bäume fällen und alles, dass man überhaupt erstmal an die Erze rankommt und dass man sieht, was da für eine Umweltzerstörung überhaupt stattfindet. Das ist so unser Projekt. Und das heißt, ihr habt einfach mal das so gemacht, wie so eine Mine auch wirklich gebaut wird, dass ihr angefangen habt, von oben den Wald kaputt zu machen, die Erde rauszuholen und dann entsteht man halt erstmal nur das Gestein. Und damit ist die Umwelt schon ein Stück kaputt, ja? Genau. Ja, das mit diesem Blick auf die sozusagen letzte Mine, die wir hier angeguckt haben, die ja ganz authentisch der irgendwas versucht, das darzustellen, würde ich dann die Aufnahme beenden. Wir können nochmal auf diese große Mine hier gucken, Kupferbergbau mit einem großen Bagger, inspiriert durch ein YouTube-Video, wo man sieht, wie in Sambia das wie Kupfer abgebaut wird und ein Informationstext von der Handy-Aktion NRW und der Jungen Akademie, wo in Kurzform über den Kupferabbau in Sambia berichtet wird. Das war das Live-Event vom 2.4. auf dem Mindtest Corona-Server. Mein Name ist Tobias oder im Spiel seht ihr mich oft als Stokromi.